Guten Tag, der Herr, und gute Nacht. Du gibst Eric den Drink? Oh ja, das ist gut. Oh ja, ich fühle mich so erfrischt. Aber auch irgendwie. Gute Nacht. Und jetzt brauchen wir das Vieh eigentlich gar nicht mehr. Es klingt so, als würde ein Merrill hörbar von diesem Karton aus schreien oder weinen. Ich weiß bei Pokémon immer nicht so richtig, was die meinen. Der Pokémon-Ruf heißt auf Englisch Pokémon Cry. Na, also es könnte einfach nur rufen, Geräusche machen. Cry heißt aber auch weinen. Also reden die jetzt hier davon, dass das Pokémon Geräusche macht? Jault, heult in dem Sinne, wie du es zum Beispiel schreibst? Oder heißt es in dem Sinne weint? Jammert es, weint es? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es macht mich traurig. Es macht mich traurig, dass ich immer noch nicht im Team Rocket bin. Ich möchte alle Pokémon klauen. Ich möchte jedem Trainer seine Pokémon klauen. Und Team Rocket-Agenten patrouillieren durch die Gegend. War ja irgendwie klar, dass Rocket mal wieder hier die Finger mit drin hat. Ich habe einen Merrill gefunden. Ich soll jetzt jede Kiste. Ah, ich soll die Kisten abklappern und die entführten Pokémon jetzt alle finden. Es heult deinen Namen und senkt deinen Angriff. Merrill, Heuler! Eindringlingsalarm, Eindringlingsalarm. Dieser Ort ist abgesperrt. Oder ist. Du hast ja keinen Zugang, Zwerg. Das ist alles, was du wissen musst. Jetzt verpiss dich. Ach, die schmeißen mich raus? Wirklich? Ich dachte, ich kann die einfach platt machen. Leute, ich kann die doch platt machen. Warum können die mich rausschmeißen? Oh, das ist doch lächerlich. Das ist so lächerlich. Moment, ich muss mal ganz kurz was klären. So. Oh, das ist ja wirklich erbärmlich. Ich muss den jetzt ausweichen. Es ist genauso wie in dem anderen Team Rocket-Versteck, wo die mich festgenommen haben. Ich hätte die alle platt machen können. Aber na gut. Ein Mülltank. Mu. Mu. Ein Aber, das behalte ich. Ein Wiederbeleber. Oh, ein Mauzi. Ja, genau. Super Potion. Mal gucken, wie die läuft, die uns nicht sehen kann. So lächerlich, dass wir den ausweichen müssen. Den Rocket nieten. Max Potion. Vor allem, ne, die ist so knapp an mir vorbeigelaufen, direkt neben mir, hat mich nicht gesehen. Oh, wie läuft der denn jetzt? Weiß nicht, wie der läuft. Hoffentlich nicht hier runter. Shit, 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 shit. Warum? Ha! Muschi! Das ist so dämlich, dass man an denen vorbeilaufen kann. Oh. Was habe ich da gerade gefunden?
Gibt's irgendwo ein Log? Ein Log? Ich hab's nicht gesehen. Shit. Hat irgendjemand gesehen, was ich gerade gefunden habe? Ich hab's so schnell weggedrückt. Ein Clefairy. Okay, wir haben alle gefunden. Jetzt mal sehen, was die hinter diesen Türen noch versteckt haben, was die sonst noch für finsteres Zeug hier treiben. Ich habe irgendein Item gefunden da oben, aber ich habe leider nicht gesehen, was es war. Das jetzt nachzugucken ist, glaube ich, nicht so einfach. Naja. Bright Powder. Ein Haufen Schalter. Miracle Seed. Okay, für Pflanzen-Pokémon. Die Frage ist halt, kann ich jetzt die Gegner hier bekämpfen? Oder muss ich denen immer noch ausweichen? Also ich würde diese Laura da gerne mal verprügeln gehen. Wie bist du hier so weit reingekommen, Zwerg? Was ist denn los mit den Idioten da draußen? Fighter! Natürlich mit dem komplett falschen Typ reingekommen. Pflanze, Gift, ich habe Elektro und Stein. Okay. Ratika. Discharge. Oh, warum tut das immer so sehr weh? Ich weiß nicht, ob ich noch einen Angriff überlebe. Hatten wir Super Potions irgendwo? Oder eine Lemonade? Könnte auch nicht schlecht sein. Also du hast nur aus Glück gewonnen, aber Glück wird dich halt nicht weit bringen. Vor allem nicht mit unseren Schalterrätsel. Beim Schalterrätsel braucht man kein Glück, da braucht man ein bisschen Verstand. Ne? Da haben wir ein kleines Problemchen, ne? Verstand. Ich will erstmal gucken, was hier oben ist. Und dann machen wir das Rätsel. Habe ich noch Heilgegenstände da? Ah! Ah, okay. Es macht auf einmal alles Sinn. Gut. Wir probieren mal. Ich muss das nicht mehr benutzen. Nein? Okay. Tür 1 und 6. Aha. Das hier ist also Tor 1. Und was ist Tor 6? Das dann nicht.
Irgendeins da unten ist Tor 6 anscheinend. Okay. Gehen wir mal durch. Hallo. Brauchen Sie vielleicht eine Versicherungsverlängerung für Ihr Fahrzeug? Nein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird noch sehr viel mehr Hirnschmalz gebrauchen, als dein Windhirn irgendwie produzieren kann, um durch dieses komplizierte Puzzle durchzukommen. Ich werde wahrscheinlich den Stöpsel sowieso direkt rausziehen, indem ich dich jetzt gleich besiege. So. Oh, ho, 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 ho. Pure Gewalt. Pure Gewalt obsiegt. Sehr schön. Ja, das sollte kein Problem sein. Ah, nicht vergiften, nicht vergiften. Gut. Boss Giovanni, bitte vergib mir. Ist Giovanni wieder zurück? Ich dachte, Giovanni hat aufgehört. Du hast eine Bitterberry gelootet. Okay. Cotton Guard. Erhöht drastisch die Verteidigung. Nee. Nee. Ich möchte wissen, welche Tür Nummer 6 ist. Wenn das die 1 ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, kann nicht sein. Welches ist Tür Nummer 6? Tür 1 und Nummer 4. Das ist die 1, das ist die 4. Die ist jetzt zu, richtig? 1, 2, 3. Wie kommen die auf diese Nummerierung? 1. Die Nummerierung ist merkwürdig. Aber gut, wir merken uns, das ist Tür 4, das ist Tür 1. Wir wissen immer noch nicht, was Tür 6 ist. Wahrscheinlich die hier oder die hier. Wer hat dir von diesem Ort verraten, Kind? Hier gibt's nichts zu finden und ich werde dir den Grund, was? Und ich werde dir einen Grund geben, sodass du bereust, hier überhaupt rumgeschnüffelt zu haben. F ist gleich 6? Keine Ahnung. Das Puzzle ist bestimmt einfach. Nee, ich wollte bloß gerade gucken, welche Nummer was ist. Also, bis jetzt ist es nicht schwer. Wir kriegen das schon hin, keine Sorge. Ich kann mir zur Not auch aufschreiben, welche Tür was ist, aber bis jetzt habe ich es mir ja gemerkt. Bis jetzt habe ich es mir ja gemerkt. Der haut aber ganz schön rein, du. Überleben wir das? Okay. Ich bin 11 Level über den und der ist schneller als ich. Und Smogs. Smogon? Nee, wie heißt denn die Weiterentwicklung von. Ist egal. Smogmog, ne? Smogmog. Und Smogmog ist doch eigentlich nicht mal ein schnelles Pokémon. Natürlich machst du Self-Destruct. Natürlich machst du Self-Destruct.
Na? Warum solltest du mir auch Erfahrungspunkte geben? Du wirst es sowieso nicht durch jeden Raum schaffen. Gib es jetzt auf, Zwerg. Smogmog ist ein schnelles Pokémon, ja? Echt? Ich dachte eigentlich, es ist voll langsam. Aha, hier unten ist die 6. Also, das ist Tür 1. Das ist Tür 4. Das hier ist Tür 6. Du wirst dein eventuelles Versagen nicht hinauszögern können. Forstall? Hinauszögern, glaube ich. Indem du hier rumschnüffelst. Du verlängerst nur das Unvermeidbare. Ich werde jetzt dein Versagen höchstpersönlich beschleunigen. Echt 60er Basebeat. Gut, also ganz ehrlich, ich merke mir nicht die Stats von allen. Für mich sieht das groß und klobig aus. Deshalb denke ich, es ist langsam. Aber gut, es schwebt halt. Dadurch ist es wahrscheinlich schnell. Macht schon Sinn. Oh, ich hab's vergessen zu heilen. Oh, ich bin ein Idiot. Wiederbelebt, aber nicht geheilt. Dir gerade die Multiplikatoren im Kopf für Step und für Effektiv? Step ist 1,5 und Effektiv ist 2, oder? Okay, danke. Deshalb macht es in dem Falle zum Beispiel Sinn, dass ich Stein benutze, weil es halt effektiv ist, dadurch zweimal so stark wird und nicht Elektro, weil das nur ein 5er Step bekommt. Ich bin doch schlau. Ich verstehe die Grundregeln des Spiels. Feuer verbrennt Pflanze. Oh Gott. Verdammt. Oh Gott, es reicht nicht mal. Wir müssen jetzt riskieren. Mal gucken, ob wir es schaffen oder nicht. Gerade so. Oh, und durch die Konfusion durch. Durch die Verwirrtheit. Uhuhuhu. Das war close. Ha, ich frage mich, wie Giovanni wohl reagieren wird, wenn er herausfindet, dass dieses Kind so weit vorangekommen ist. Signal Beam, oh ja, eine Käferattacke. Ich sag ja, der lernt ziemlich viele verschiedene Typen, das finde ich echt cool bei dem. Jetzt die Frage, machen wir Tackle weg oder Elektroball? Elektroball macht wirklich nicht viel Sinn, weil du ja schon selber sagst, es ist relativ langsam. Elektroball macht Sinn bei einem Pikachu, aber bei einem Voltilam anscheinend nicht so. Ich würde Elektroball wegmachen und dafür den Signal Beam nehmen. Ich weiß nicht, wie oft trifft man mal was, wo Käfer gut ist. Na, du hast eigentlich auch recht, kann man Tackle wegmachen. Mach ich Tackle weg. Käfer ist gut gegen Pflanze, oder?
Hey, da habe ich jetzt was gegen Pflanzen-Pokémon. Doch gut. So. Also, wir haben bis jetzt herausgefunden, das ist Tür 1, das ist Tür 4 und das hier ist Tür 6. Das würde jetzt die 6 und die 8 bewegen, also diese Tür und die da oben, das ist die 8. Okay. Jetzt kommen wir aber nicht mehr zurück. Deshalb öffnen wir die erstmal wieder. Das da oben ist die 8, das ist die 6, das ist die 4, das ist die 1. Pflanze unten, Unlicht und Psycho. Dankeschön. So. Das sind die 2 und die 5. Das ist also Tür 2. Und dann ist das hier Tür 5. Das ist Tür 5. Wir gehen erstmal den Larven fertig machen und dann den da unten. Ich würde mal auswechseln. Was anderes reinsetzen, so. Marvelous, wunderbar. Es ist außerordentlich oder ungewöhnlich, die Fähigkeiten und das Durchhaltevermögen zu sehen, das man braucht, um so einen um hier zu, na, um hier zu infiltrieren. Und das bei so einem jungen Burschen, ja. Bla bla bla, komm, kämpfen wir. Kämpfen wir! Lavaplume. Dass du dich. Ach so. Effektiv gegen Pflanze, aber nicht gegen Gift. Das ist blöd, weil sehr, sehr viele Pflanzen-Pokémon sind Pflanze-Gift. Es gibt ein paar, die sind Pflanze-Boden, aber die meisten sind Pflanze-Gift. Hast du recht, gut, dass du es sagst. Ich würde mich dann wirklich wundern, warum es dann nicht effektiv ist. Da kennt mich einer schon gut. Bin. Oh Gott. Was? Woher hast du das gewusst? Dass ich mich wundern werde. Haha, der hat sich in die Luft gejagt und ich war unterm Boden. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich habe zwei Pokémon mit einer Attacke besiegt. Zwei mit einer Attacke. Ja? Ich habe Schaufler eingesetzt, bin dabei der Explosion ausgewichen und habe das nächste dann platt gemacht. Ja, hab aufgepasst, als du dich gefragt hast, warum Boden nicht sehr effektiv ist gegen Gift und Pflanze. Ja, ne, genau. Boden ist effektiv gegen Gift, aber nicht gegen Pflanze. Flammenwerfer. Dann können wir jetzt Lavaplumen rausmachen, ne? Die Lavablüte oder irgend sowas in der Art, was auch immer das heißt. 100 zu 80 und hier haben wir 100 zu 90. Das Ziel wird verbrannt mit mit einem intensiven Feuerstoß. Das kann das Ziel auch mit einer Verbrennung zurücklassen. Ja. Forget Lavaplumen. Was? Nicht Flammensturm. Nee, nee, Flammenwurf. Warum Flammensturm? Flammensturm machen wir nicht. Lavaplumen? Lavaplumen ist Flammensturm? Was? Nee. Flammensturm ist doch Fireblast mit der 75er Accuracy. Oder bin ich jetzt bekloppt? Flammensturm ist doch quasi. Ach, das ist Feuersturm! Leck mich im Arsch, ey. Leck mich im Arsch. Warum gibt es so viele Attacken, die ähnlich klingen? Gut, Dankeschön. Blamage. So, das ist die 2 und die 3. Okay, die 2 ist hier. Und dann wird die 3 das hier sein. Oder? Also hier ist die 1, das ist die 2. Das hier ist die 4, warum auch immer. Das hier ist die 5. Ah, das hier könnte dann die 3 sein, okay. Mal gucken.
Ich gehe jetzt erstmal den besiegen und dann gucken wir uns den nächsten an. Da, ich komme gar nicht durch. Warum nicht? Dann gehen wir den hier erstmal aktivieren. Zwei und drei habe ich jetzt aktiviert. Da müsste der hier unten auch sein, oder? Ja, genau. Nur nerviger als ungewollte Zwerge wie du sind noch sind meine unkompetenten Kollegen, die es nicht geschafft haben, dich aus dem Weg zu räumen. Okay, okay, ist ja gut. Nennt seine Kollegen inkompetent, läuft aber mit einem Schlurp rum, ey. Verstehe das mal einer. Hol dir mal ein richtiges Pokémon. Und kein Schlurp. Du hast dein Chikorita gegen ein Fukano ausgetauscht? Warum? Ist es wirklich so, so schrecklich? Levitate, okay. Flamethrower kann ich noch nicht, oder? Ist noch ein Cooldown oder ist noch ein Block drauf? Ja. Naja, dann. Keine große Wahl. Oh. Okay. Warum machen die immer Self-Destruct? Das ist voll dämlich. Ja, merkt ihr einfach nur, dass Kämpfe was völlig anderes sind als halt dieses Rätsel. Also, ne? Nur weil ich gut im Kämpfen bin, bin ich nicht gut im Rätsel lösen, sagt er quasi. Die 5 und die 7. Die 5 müsste der hier gewesen sein, ne? Und hab ich's jetzt schon durch? Wenn ich das jetzt mache, ist die da schon offen. War doch voll easy. Das Rätsel war voll sinnlos. Self-Destruct ist eine Verschwörung der Geister-Pokémon-Industrie. ne, ich persönlich bin auch kein Fan von Pflanzenstartern. Ich nehme meistens den Feuerstarter. Ganz selten mal einen Wasserstarter. Aber, ich weiß nicht. Chikorita ist eigentlich cool. Endivia? Weiß ich nicht, was du dagegen hast. Vielleicht hast du bloß die falschen Attacken dafür. Kein gescheites Moveset. Nur nicht useless Chikorita. Dann hab ich dich wohl sabotiert. Dann hab ich dich wohl sabotiert. Snivy, also ja, hier, wie heißt das nochmal? Serpifeu? Oder sowas? Das ist cool. Gavin, wer hat dich hier reingelassen? How did you compromise access into this room? Wie hast du Zugriff so oft zu diesem Raum bekommen? Haben wir uns lange nicht mehr gesehen, Gavin, ne? Interessante Informationen, die hier verbreitet werden, gebroadcastet, also hier über den Sender. Wirst du immer noch so tun, als gäbe es hier nichts zu sehen, oder was? Naja, du wolltest ja nicht aufhören, also macht's jetzt keinen. Du wolltest ja nicht aufgeben. Nee, du würdest ja nicht aufgeben, also macht es auch keinen Sinn, das jetzt weiter zu verbergen, ha?
Du magst zwar bloß ein Kind sein, aber anscheinend. Wirklich, warum solche Sätze? Schreib doch mal ordentliches Englisch. Nee, ich übersetze das jetzt nicht mehr. Könnt mich mal. Bla bla bla, Team Rocket, bla bla bla, Betrug, Pokémon-Clown, bla bla bla. Ich mache euch platt. Auch wenn Höhen Giga scheiße ist mit Pflanzenstarter. Treko. Ah ja, hier dieses, der Gecko. Der Pflanzengecko. Rock Smash wird zu einer 80er-Attacke. Aber Earthquake ist ja schon 150er. Also mache ich Earthquake. Hey, warum ist der schneller? Arschloch. Feuer. Boden. Was? Alle seine Pokémon greifen an? Den Move habe ich schon mal irgendwo gesehen. Höhen an sich ist scheiße. Keine Ahnung, ich war schon lange nicht mehr dort, das werden wir sehen. Das werden wir ja schon noch irgendwann sehen. Vielleicht in ein, zwei Wochen oder so. Mal schauen, wie lange ich mit Johto brauche. Und mit dem Radfratz. Ja, ein Earthquake, wa? Bogen. Was bist denn du für ein Mistvieh? Guckt euch diese Missgeburt an. Unglaublich hässlich das Ding. Oh, wie kann man nur so ein Pokémon im Team haben? Hui Deibel noch einmal, Ole. War Höhen das mit dem Team Magma und Team irgendwas? Also mit dem Land und dem Meer? Oder ist das Sinnoh? Das war okay. Ja, wir bleiben beim Earthquake. Aber es könnte sein, dass der uns platt macht. Mal schauen. Anger Point. Oh. Nein! Nicht so schlimm. Haben wir was Schnelles? Haben wir einen Quick Attack? Nee. Ja, dann nehme ich den. Flamethrower. Was? Jetzt muss ich mir eine Strategie überlegen. Alter. Habe ich ein Problem. Also ich habe eine Strategie, aber die ist ziemlich scheiße. Wir können es trotzdem probieren. Die Strategie basiert quasi darauf, dass wir so oft Wiederbeleber einsetzen, bis das Scheißding paralysiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil Hopip ist nicht intim. Hopip zählt nicht mit. Statik hat aktiviert. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Ich hätte jetzt so oft wiederbelebt mit Mareep, bis der mal Statik abbekommt.
Unglaublich. Ich wurde von einem Kind besiegt. Demselben, das anscheinend auch alle unsere geklauten Pokémon zurückgeklaut hat. Ich sag doch, ich wäre echt gut als Team Rocket-Mitglied. Ich bin echt gut im Pokémon-Klauen. Bitte, bitte, bitte lasst mich endlich Team Rocket beitreten. Sonst gründe ich ein eigenes Team Rocket. Das kann jedoch nicht meine... No, das kann man nicht meine Chancen zurückhalten oder stoppen, in dieser Generation nach oben zu steigen. Ich weiß ja nicht, wie dein Boss reagieren wird, aber die Polizei wird dich da wahrscheinlich dann doch aufhalten. Danke, dass du dich selbst in. Oh Gott, wie heißt denn das hier? Naja, das. Deutsches Wort, Leute, ich komme gerade nicht drauf. Incriminate. Also er hat sich selbst schuldig gemacht. Danke, dass du dich selbst schuldig gemacht hast. Habe ich echt vergessen, das Radio auszumachen? Scheiße. Ja, jetzt haben alle gehört und er geht in den Knast. Jo, also das Hebelrätsel war jetzt gar nicht so schwer, oder? Muss ich sagen. Nee, danke, sowas machen wir nicht. Nee, danke, sowas machen wir nicht. Pokémon groomen. Waren nur 30 Minuten für einen Raum. Du musst bedenken, ich quatsche dabei, ne? Ich lese, was ihr schreibt. Ich übersetze. Also das Rätsel war nicht schwer. Durchs Rätsel bin ich zack, zack durch. Ich war lange im Raum, weil wir uns halt unterhalten, ne? Und ich übersetze. Aber das Rätsel war easy. So, das Hoppip kann jetzt weg. Ist ja nicht Teil des Teams. Und wir können jetzt endlich zur Arena, oder? Vielleicht vorher noch mal mit der Tussi hier sprechen, ja? Whitney? Hey, Whitney. Ich hab's doch schon geklärt. Okay, die wissen schon über alles Bescheid, haben es wahrscheinlich übers Radio gehört, ne? Ja, die konnten dort nicht eindringen, wären sie einfach reingelaufen, dann ohne einen Gerichtsbeschluss, dann wären halt alle Beweise nicht vor Gericht verwendbar gewesen. Deshalb haben sie sich ein bisschen rausgehalten und die Lauscher schon aufgehalten und dann haben sie halt natürlich das übers Radio gehört, wie er sich selbst hier beschuldigt hat. Und ja, bla bla bla, ne? Ihr wisst jetzt Bescheid. Der Typ ist jetzt im Gefängnis oder sowas in der Art. Okay, jetzt geben wir die Pokémon zurück. Schade, ich wollte sie behalten. Vor allem das Abdo wollte ich schon sagen. Das Abra. Vor allem das Abra wollte ich behalten, aber na gut. Was ist das jetzt? Radio Tower. Discorp! Ja, jetzt verpiss dich endlich in deine Arena. Los. Ah. Ist das dämlich, ne? Ich habe ihre Pokémon gerettet. Jetzt gebe ich ihr ihre Pokémon wieder und jetzt muss ich selber gegen die kämpfen. Ich hätte gesagt, hey, gib mir deinen Orden. Gib mir den Orden, dann gebe ich dir deine Pokémon wieder. Ich bin zu böse für diese Welt. Ich würde wirklich in dieser Welt bei Team Rocket mitmachen. So, was haben wir denn hier?
Hallo, Bailey. Hättest du es glauben können, dass einer ihrer der Mitarbeiter die ganze Zeit für Team Rocket gearbeitet hat? Nicht nur der Mitarbeiter, der Chef quasi, ne? Quasi der Chef hat für Team Rocket hier gearbeitet. Gut. Dann gehen wir mal zur Arena. Die normale Arena. Also ich weiß doch damals, als ich hier das allererste Mal war, das allererste Mal in Generation 2, hatte ich echt Probleme gegen ihr Miltank, weil das scheiße viel aushält und der diesen Roller macht, Rollout, ne? Und der wird ja immer stärker und die blöde Kuh hat immer getroffen, ja? Und dann hatte die auch noch Mumu-Milch und hat sich im Kampf geheilt. Du machst Essen, yo, bis später. Mal schauen, ob ich dann noch da bin. Ich denke mal, so bis um 9 oder so machen wir schon noch. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal. Ja. Jetzt die Frage, können wir vielleicht nochmal irgendeinem Pokémon einen guten Kampf-Move beibringen? Also Rock Smash ist schon ziemlich scheiße. Ich hätte mal, weiß ich nicht, irgendwelche TMs noch kaufen müssen in Kanto. Takedown. Submission. Das Miltank hat bei sehr vielen Spielern Eindruck hinterlassen. Ja, vor allem damals halt wirklich, also als man noch unerfahren war, Generation 2, ne, viele waren noch Kinder damals von uns. Also viele von uns waren noch Kinder. Also ich weiß, dieses Miltank, das war nicht ohne, du. Das hat mich das erste Mal zerfetzt. Das habe ich nicht beim ersten Mal geschafft. Das weiß ich noch. Ja, ja, ja. Smackdown. Ich habe leider nichts Gescheites. Ich werde es wahrscheinlich wirklich einfach nur mit purer Gewalt lösen müssen. Ja, das wird ein Spaß. Und nur drei Pokémon. Kein Kampf-Pokémon, kein Gesteins-Pokémon. Nichts, was ein bisschen was aushält von ihr.